Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um die Probleme, Krankheiten verschiedener Fahrzeuge. Es gibt kein Fahrzeug, kein Motor, kein Getriebe, was ideal ist. Jedes Fahrzeug hat seine Krankheiten, Probleme und Schwachstellen. Und da wir uns nur mit zwei Marken beschäftigen, haben wir natürlich tagtäglich damit zu tun. Wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug zu kaufen, wäre das natürlich schön, wenn man diese ganzen Sachen durchprüfen könnte. Für diejenigen, die nicht zu uns nach Hamburg kommen können, bieten wir eine Fernwartung an. Das heißt, wir schicken euch ein Kabel zu. Ihr braucht Laptop mit Windows und Internet und dann können wir von hier aus auf das Fahrzeug zugreifen und die einzelnen Komponenten durchprüfen, dass ihr wisst, was ihr halt kauft. Denn es ist einfach leider so, dass auch bei Kauf eines Fahrzeugs mit einer Garantie übernimmt die Garantie nicht alles. Viele Komponenten, wie zum Beispiel Partikelfilter, Katalysator, die halt sehr, sehr teuer sind, werden von einer Garantie nicht übernommen. Denn es ist von der Verwendung des Fahrzeugs abhängig. Wenn ihr nur in der Stadt fahrt, dann kann ein Partikel auch nicht gereinigt werden. Wenn ihr nur Autobahn fahrt, dann entsprechend ist das alles in Ordnung. Deswegen sollte man so ein Fahrzeug halt vorher prüfen. Und dann habt ihr auch gleich eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer und könnt ihm schwarz auf weiß zeigen, was da genau los ist. Und wir können euch zu jeder einzelnen Komponente, die wir prüfen, schicken wir euch per WhatsApp Bilder, wo man auch die Ist- und Sollwerte sieht. Ihr bekommt einen Kommentar zu der einzelnen Sache und ein Resümee am Ende, was man ungefähr investieren muss, damit man das Fahrzeug halt im vernünftigen Zustand bringt. Dann wisst ihr, womit ihr halt rechnet. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, was ihr halt schon habt und behalten möchtet, nicht viel für teure Reparatur investiert, können wir das genauso anhaben. Wir prüfen die einzelnen Komponenten des Motors, die zeige ich etwas später im Video, des Getriebes und des Rest des Autos und dass man einfach weiß, was habe ich hier? Ist irgendwo Handlungsbedarf, wo ich halt was machen kann, damit das nicht irgendwann teuer wird? Und dann könnt ihr eine hiesige Werkstatt bei euch in der Nähe suchen, die euch das entsprechend halt auch durchführen kann. Wenn ihr natürlich auch bereits ein Problem habt und ja, nicht zu einer freien Werkstatt fahren möchtet, weil die halt nicht auf eine bestimmte Marke spezialisiert sind oder halt auch nicht vielleicht die technischen Möglichkeiten haben, sondern ein Diagnosesystem für alle Marken haben und nicht so wie wir ein spezielles Gerät nur für eine Marke, dann können wir das genauso aus der Ferne auch prüfen. Wir können die einzelnen Sachen prüfen und euch halt eine Empfehlung ja, aussprechen, was ihr als erstes tauscht oder was man da als erstes repariert. Über dieses Kabel kann man halt auch Updates machen für bestimmte Steuergeräte, man kann bestimmte Komponenten anlernen, die ihr gelernt habt und viele, viele andere Sachen auch. Deswegen, wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch und wir zeigen erstmal, was man alles prüfen kann. Der Partikelfilter eines Dieselfahrzeugs ist ein sehr, sehr wichtiges Bauteil und kann auch sehr teuer werden. Der Partikelfilter selber kostet um die 2.500 Euro. Wenn man zu spät erkennt, dass er nicht regeneriert oder reinigt, kann auch als Folgeschaden ein Turbo kaputt gehen. Deswegen kann man mit einem BMW-Tester im Vorwege prüfen, in welchem Zustand ist mein Partikelfilter. Dieses Fahrzeug hat knapp 100.000 gelaufen und leider ist der Partikelfilter relativ voll. Man sieht hier bei verschiedenen Ist- und Sollwert vergleichen mit dem BMW-Tester kann man zum Beispiel sehen, der Partikelfilter sollte einen maximalen Wert im Leerlauf haben von 35. Wir haben hier 17, das heißt, wir haben hier eine Beladung von fast 50%. Hier sieht man die Beladung, wie es ausschaut bei 2000 Umdrehungen. 75 ist der Maximalwert und wir haben hier 56 und das nur bei 100.000 gelaufen. Wir haben keine Fehlermeldung, der Kunde weiß davon nichts. Deswegen durch solche Prüfungen kann man sehen, was Sache ist und präventiv was machen, bevor es teuer wird. Bei dem Partikelfilter muss man auch einzelne Komponenten sich anschauen, wie zum Beispiel die Rußmasse des Partikelfilters und weil er das letzte Mal regeneriert hat, vor welcher Laufleistung und ob die Regeneration auch erfolgreich war. Das heißt, man sollte sich nicht nur auf die Werte des Partikelfilters verlassen, sondern man muss auch ein bisschen mitdenken, wie das ganze System halt funktioniert, so wie in diesem Fahrzeug. Man sieht halt, wir haben hier eine Rußmasse, wir haben auch Werte, wann er regeneriert hat und man auch, kann auch schauen, ob er auch wirklich final regeneriert hat. Das AGR-Ventil sorgt dafür, dass Abgase dem Motor wieder zugeführt werden. So sieht das Teil aus. Wir haben hier einen Stempel, der fährt raus und rein und dieser Stempel verkocht. Und das kann man hier auch zum Beispiel simulieren. Man kann das aktivieren und gucken, ob das AGR vernünftig auf und zugeht. Weil wenn das AGR zum Beispiel in der falschen Position klemmt, das heißt permanent offen ist oder permanent zu, dann haben wir mehr Abgase, als wir haben wollen in dem Fahrzeug. Und diese Abgase, die landen ja natürlich bei den drei Klappen von der Ansaugbrücke. Und das ist natürlich nicht ideal.
Eine sehr wichtige Komponente ist der AGR-Kühler und der AGR-Bypass. BMW hat das bei sehr, sehr vielen Fahrzeugen auch getauscht. Und das werden wir auch prüfen, weil wenn zum Beispiel der AGR-Bypass hier klemmt, wenn er nicht richtig arbeitet, dann haben wir einen falschen Ladedruck. Wenn das der Fall ist, dann zeigt uns das Fahrzeug, dass wir einen Partikelfilter haben, der kaum beladen ist, aber die Werte sind falsch, weil wir haben zu wenig tatsächlichen Gegendruck, der einfach nicht am Partikel ankommt, weil zum Beispiel dieses Ventil hier klemmt. Und das kann man alles prüfen. Man prüft das. Wir starten gleich die Prüfung und am Ende haben wir verschiedene Temperaturen. Und je nachdem, wie die Temperaturen sind, auch im Verhältnis zueinander, davon ist halt auch das Ergebnis abhängig. Ich starte jetzt einmal die Prüfung, ihr werdet sehen. Und am Ende sehen wir ein Ergebnis. Hier sehen wir verschiedene Temperaturen und diese Temperaturen müssen in einem richtigen Verhältnis zueinander sein. Das heißt, dass man das auch alles auswerten kann. Daher muss man nicht einfach nur auf die Werte gucken, sondern man muss halt auch mitdenken, wie das Ganze zusammenspielt und was die Werte halt heißen. Nur so kann man auch eine vernünftige Handlungsempfehlung euch aussprechen, ob ihr ein Fahrzeug kauft oder euer eigenes Fahrzeug, was man da machen kann oder einfach um Probleme zu lösen. Die Injektoren oder Einspritzdüsen spritzen den Kraftstoff in den Brennraum. Natürlich haben wir die Problematik mit dem heutigen Kraftstoff. Wir haben einen Biodieselanteil, deswegen halten leider die Injektoren nicht so lange, wenn man normalen Kraftstoff tankt. Würde man zum Beispiel Aral Ultimate oder Shell V-Power tanken, dann hätte man natürlich länger was für Injektoren. Nur die meisten Fahrzeuge sind Leasingrückläufer und da wird einfach das Billigste von den Billigen getankt. Wie auch bei diesem Fahrzeug. Wir haben 100.000 gelaufen und wir sehen zum Beispiel die Injektoren, die haben hier Werte von 1,1. Das ist nicht normal für so eine Laufleistung. Das heißt, man muss immer schauen, dass bevor es zu spät ist, man entsprechend handeln kann. Denn so ein Injektor kostet pro Stück um die 550 Euro. Bei vielen Fahrzeugen kann man nicht mehr einen Injektor tauschen, denn BMW hat verschiedene Revisionen von Injektoren rausgebracht und die sind leider nicht miteinander kompatibel. Jeder Diesel hat drei Klappen. Das heißt, wir haben hier eine Ansaugbrücke und in der haben wir drei Klappen, die bewegen sich. Das Problem ist, durch die Abgase der AGR, irgendwann verrußen die drei Klappen und fangen an zu klemmen, so wie hier zum Beispiel. Bei den neuen Fahrzeugen werden die drei Klappen elektronisch angesteuert. Bei dem alten Fahrzeug hatten wir so ein Unterdruckventil. Daher hatten alte Fahrzeuge wie E60, E90, E39, für die war das egal, ob die drei Klappen klemmen oder nicht. Bei den neuen Fahrzeugen merkt das Fahrzeug sofort, ob die klemmen oder nicht. Und wenn die klemmen, dann wird die Regeneration des Partikelfilters unterbrochen. Und ihr bekommt davon leider nichts mit. Man kann mit dem BMW-Tester prüfen, in welchem Zustand sind die drei Klappen, klemmen die oder klemmen die nicht. Wir haben hier eine Sollkurve und eine Istkurve. Ihr seht, rot ist die Sollkurve, blau ist die Istkurve. Und ihr seht, die drei Klappen in dem Fall klemmen nicht. Die Kurven liegen übereinander. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht und weist darauf hin, dass die Ansaugbrücke entsprechend sauber ist. Nach der Ansaugbrücke haben wir den Motorblock, da wo die Ventile sich befinden. So sehen zum Beispiel die Ventile aus oder ihr habt hier auch ein Bild. Die Abgase, die durch die AGR in den Motor eingeführt werden, bleiben nicht bei den drei Klappen hängen, sondern beziehungsweise nicht nur da hängen, sondern auch im Motorblock selber. Daher prüfen wir jetzt die Versottung. Wir haben Volumen in verschiedenen Drehzahlen, die hat das System gespeichert und wir prüfen mit den Werten, die das Fahrzeug hat. Daher haben wir Ist- und Sollwerte und können sehen, in welchem Zustand ist die Versottung bei diesem Fahrzeug. Das Auto wird verschiedene Drehzahlen angefahren und die Werte werden entsprechend halt uns gezeigt, wie ist der Sachverhalt bei verschiedenen Drehzahlen im Vergleich zu den Sollwerten, die man haben sollte oder was halt schlimmstenfalls sein kann. So, hier sieht man das. Das sind die Maximalwerte unterer und oberer Maximalwert und das sind die Werte in den verschiedenen Drehzahlen. Man sieht hier, ein Fahrzeug hat 100.000 gelaufen und wir haben eine Versottung schon knapp bei 10. Was heißt das für uns? Das heißt, wir haben ein Volumen, wo Luft normalerweise reingehört. Aber das Volumen hat sich verkleinert. Das heißt, wir haben genauso viel Kraftstoff wie früher, aber wir haben jetzt auf einmal weniger Luftvolumen, was reinpasst, weil dort, wo es Luftvolumen sein sollte, haben wir Dreck. Dadurch haben wir eine zu fette Verbrennung. Als Folge haben wir natürlich mehr Ruß und was den Partikelfilter natürlich zusetzt.
Anhand der Adaptionswerte eines Automatikgetriebes kann man feststellen, wie ist der Zustand und was ist die richtige Maßnahme. Anhand der Werte sehen wir hier einmal Kupplungsfülldrücke und Schnellführzeiten. Die sagen uns, wie viel mehr Druck leistet ein Getriebe, um den Gang einzulegen bzw. die Kupplungslamellen zusammenzudrücken und wie viel Zeit ist dafür notwendig. Anhand dieser Werte kann man sehen, wie ist der Zustand des Getriebes und was ist die richtige Maßnahme. Reicht zum Beispiel eine Getriebespülung aus? Muss zum Beispiel eine Wartung gemacht werden, wo Dichtungen zwischen Mechatronik und Getriebe getauscht werden? Oder muss die Mechatronik zerlegt werden und die Dichtplatte muss getauscht werden? Das alles kann man anhand dieser Werte sehen und schauen, was ist die richtige Empfehlung, die richtige Maßnahme fürs Automatikgetriebe. Eine sehr, sehr teure Angelegenheit kann sein, die Probleme mit der Elektronik. Weil so ein Fahrzeug hat natürlich sehr, sehr viele Steuergeräte. Und wenn so ein Steuergerät zum Beispiel nicht einsticht oder wenn zum Beispiel Steuergeräte nachgerüstet wurden, wie eine Alarmanlage oder irgendwas anderes, kann es dafür sorgen, dass das gesamte Fahrzeug nicht einsticht. Wenn das der Fall ist, hat das Fahrzeug mehr Stromverbrauch, als es haben sollte. Und dann sucht man, wie man so sagt, die Nadel im Heuhaufen. Das kann man hier im Vorwege prüfen. Man kann eine Ruhestromüberwachung prüfen. Machen und schauen, ob das Fahrzeug in den letzten Zyklen vernünftig eingeschlafen ist. Ne? Denn wenn das nicht der Fall ist, dann kann es halt sehr, sehr teuer werden, um das Problem zu finden. In dem Zuge macht das halt auch Sinn zu schauen, wie ist die Batterie beladen, ob die Beladung der Batterie vernünftig funktioniert. Denn eine Batterie kostet bei BMW relativ viel Geld. Wir liegen preislich um die 500 Euro inklusive Einbau und Kodierung. Und man muss halt natürlich auch schauen, ob die Batterie tatsächlich von der Lichtmaschine, von dem IBS-Sensor vernünftig geladen wird und wie alt die ist. Ne? So, hier kann man zum Beispiel sehen, in dem Fall ist das noch die erste Batterie und die wird aber auch wirklich vernünftig geladen. Wir haben fast bei 90%. Das sagt, dass die Batterie halt technisch in Ordnung ist. Wenn das Fahrzeug natürlich sehr, sehr viel Stop-and-Go fährt, haben wir natürlich auch mehr Verschleiß und die Batterie geht auch schneller kaputt, weil die wird in einem Zyklus nicht vernünftig komplett geladen. In dem Fall ist alles soweit in Ordnung.